Recht herzlich willkommen zur 41. Folge von Europa Universalis 4 mit England, ja. Letztes Mal Seeschlacht verloren, Schiffe sind weg. Hier die Schiffe, die sehe ich jetzt leider auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, haben wir die weggeholt oder sind das alles unsere Schiffe gerade? Könnte sein, dass das alles unsere Schiffe sind, ne? Hier ist auch besetzt von irgendwelchen norwegischen oder was sind das? Protestantische Fanatiker England, okay. Ja, dann ist mit denen gerade auch Essig. Und Anführer gibt's nicht. Dann ist jetzt die Frage, da sind sogar drei Truppen drauf. Ist dann die Frage, da sind sieben. Brauchen wir also auch nicht versuchen mit. Dann würde ich schon fast sagen, lass die irgendwo zusammenziehen. Kriegt man die hier hin? Da werden die dann auch gleich untergehen. Haben wir überhaupt irgendwo Einheiten? Eher weniger, ne? Wir müssen dann welche bauen gerade schnell. Ne, das machen wir besser über das andere Menü. Wie? Achso, keine Leute, alles klar. Läuft, ne? Das bedeutet dann doch tatsächlich, dass wir die drei Einheiten, die hier sind, definitiv dann mal darüber holen müssen. Weil anders haben wir ja schon gar keine Chance mehr dann. Hoffentlich gehen die Schiffe dann nicht noch unter. Unsere drei. Mehr haben wir wohl nicht mehr. Der Rest ist definitiv untergegangen, ne? Häfen werden blockiert. Also sieht gerade richtig schlecht aus. Da wir keine Reserven haben an Truppen, kommen wir hier jetzt auch nicht weiter. Ja. Da sind auch keine. Nein, es sind keine Schiffe mehr da. Irgendwo was verpasst, dass ich die woanders hinstecke. Oh, 33.000 französische Adlige. Nee, ich sehe jetzt nicht unbedingt irgendwelche Schiffe noch irgendwo anders stehen. Nee, das brauchen wir gar nicht weiter gucken. Da sind wir nirgendwo. Auf der Flucht waren die wohl auch nicht. Ja, das heißt, unsere ganze Armada ist kaputt. Acht Schiffe. Fünf hier, drei da drüben sind acht. Respekt. Ja, das ist dann... Ja, also richtig schlecht gelaufen. Lass mal weiterlaufen und gucken, wie weit das hier vorangeht. Da sind noch zwei Einheiten. Dann haben wir noch eine Belagerung verloren. Okay, das ist da wohl irgendwo. Ne, das ist da. Calais haben wir auch verloren. Ja. Weiter geht's. Die ziehen darüber. Hier sind noch Holländer. Hier haben wir noch ein paar Dinge. Sag schon. Da haben wir die Belagerung auch noch verloren. Derby besetzt. Transportieren wir die drei Leute dann noch runter. Und die sind jetzt hier auch noch im Gefecht. Dann gehen die auch noch gleich unter. Unsere letzten Leute. Ja, die drei Schiffe sind wir auch gleich los. Die Franzosen haben uns da jetzt gepackt. Ja, die gehen in den Hafen. Warte mal, wir haben ein Kompromiss erhalten. Okay. Wir haben einen Darlehenwert von... Ja, okay. Provinz verloren. Okay. Die wollen wir zusammenlegen. Brauchen dann noch einen Anführer. Haben wir keinen? Aber wenn wir keinen hätten, dann müsste der doch angezeigt werden, oder? Also, wir haben... Nö. Ach so, wir sind auf fremdem Gebiet und deswegen geht das nicht alles klar. Dann gehen wir einmal gerade runter. Okay. Norwegische Nationalisten haben wir da. So, jetzt geht das auch her. So, jetzt haben wir den hier.
Und der kann jetzt da aufpassen. 105 lehnen wir natürlich ab, wie immer. Ja, hier haben wir noch isländische Nationalisten, die da jetzt kommen bald. Die müssen wir mal zurückschlagen. Die sind dann auf 60 runter. Ja, die können wir dann nicht mehr bedienen. Und die auch nicht mehr. Alles klar, dann ist das auch durch. Die gehen schon darüber, haben wir gemacht. Jetzt haben wir kaum noch Schiffe, die uns da irgendwo was retten können. Also das ist jetzt auch schon verloren. Ja, das ist mit den 4 Einheiten hier dann auch verloren, ne? Das ist... Wir können das zwar gleich wieder befreien, aber im Endeffekt kriegen wir ja auch nichts hin, weil wir keine Mannstärke haben, ne? Okay, das wird von England besetzt. Gehen wir nach Sligo. Gucken hier, 176 abgelehnt. Und gucken wir, dass wir hier noch eine Einheit dazu kriegen wieder, aber die gehen da runter. Da kriegen wir noch ein Darlehen, das nehmen wir mit. Die wird von Brabant besetzt. Na, die kommen dann hier irgendwann rüber und dann war es das auch, ne? Würde ich sagen, ne? Laufen wir da weiter hoch. Kommt da jetzt noch eine Einheit raus? Ne, ich glaube, die ist schon da. Oder haben wir die doch gesetzt? Nee. Doch, die ist da, wird da produziert. Ah, wenn du ein bisschen näher bist, dann siehst du es auch. Gut. Ja, Brabant. Essex besetzt. Ah, guck, da kommen wir auch nicht mehr weg. Gegen die werden wir dann auch ganz glücklich verlieren. Das war dann unsere letzten Einheiten. Ist da für ein schicker Pfeil drunter? Keine Ahnung. Kernprovinz erhalten, sehr schön. Aber irgendwie sieht es so aus, als ob wir da gerade ganz schlechte Karten haben, ne? Das ist dann eine große Niederlage, die wir jetzt gerade einziehen. Aber gegen Frankreich nicht, ne? Okay, Darlehen gehen nicht weniger. Französische Nationalisten, können wir auch nichts mehr tun. Also weiterlaufen lassen. Korruption steigt auch, ist auch klar. Ja, da werden wir auch nichts mehr machen können jetzt hier. Irgendwas war mit Nordamerika, oder? Nordostamerika, verstehe ich auch nicht. Da haben wir eine Provinz, glaube ich. Ja, wir könnten jetzt noch gucken, dass wir hier oben irgendwo... Na, ja, wo soll man... Ah, doch hier, warte. Hier könnten wir Leute aufbauen. Guck mal, hier können wir sogar Kanonen bauen. Cool. Dann bauen wir da doch auf. Und den Rest können wir irgendwie nur noch verlieren, ne? Das ist halt so. Oh. Schnell runter. Aber das wird schon von den Franzosen besetzt. Hm. Kann man die auf die Schiffe trotz alledem setzen? Nee, ne? Nicht wirklich, ne? Nee. Die Schiffe kriege ich da nicht raus. Die 5 sind sogar kaputt, oder wie? Ne, die sind verlagert worden. Okay. Na dann. Wenn ich Glück habe, kriege ich die da hoch. Hier ist noch so ein schönes Ding. 168, wenn wir Frieden schließen. Bringt uns gerade nichts, ne? Ja, lass das weiterlaufen, okay. Oder wir hauen gerade ab. Und dann sind die aber kaputt, oder?
Oder schaffen die da rauszuschleichen? Ne, die schaffen nicht rauszuschleichen. Gut. Dann geht das nicht. Dann gehen wir dahin. Schiffe haben verloren. London ist auch verloren. Ja, das waren die letzten Schiffe, die wir hatten. Wollen wir dann auch nicht drüber reden. Ja. Machen wir den jetzt. Stabilität, ja, haben wir 3 Stufen, ne? Verband hat Kent ersetzt. Ja, jetzt sind wir auch bald bankrott dann. Das ist verloren. Schlacht von Ulster, also noch eine Einheit weniger. Das ist auch durch. Er sieht gerade nicht gut aus, ne? Sieht so aus, als ob es zu Ende ist. Die sind auch dann durch. Was geht hier noch? Kolonisten, wow. Wenn da ein Kolonist ist, ne, dann geht da noch nichts. Mal da noch abwarten. Die haben das auch besetzt. Hier sind jetzt aber Friesländer drin, aber die werden gerade angegriffen. Aber die haben da keine Chance, okay. Entschuldigung. Da kommt ein Friedensangebot. Ja. England tritt Kernprovinz in Agder, Reykjavik. Was ist denn das hier oben? Mhm. Das ist wahrscheinlich hier, ne? Ja, und da? Da können wir nur akzeptieren, ne? Das ist ja sowieso durch, ne? So, dann ist das erledigt. Lauf da mal hin. Die sind durch. Okay. Das ist da erledigt, kaputt. Das ist auch weg. Die kriegen wir da gar nicht runter. Das gehört jetzt Norwegen, das gehört auch Norwegen. Jo. Und dann haben wir wieder unseren Krieg gegen Frankreich. Aber wir sind kurz vom Bankrott. Das ist das größte Problem. Und da kommen wir, glaube ich, nicht mehr bei weg. Bankrott ist abzusehen. Die haben noch ein Friedensangebot mit uns. Finanziell ist das schon erledigt. Handelskriegsgrund, okay, was ist das? Fünf Staatengründen, wow. Noch ein Kredit. Noch ein Kredit. Druckerpresse, okay. Also, das war jetzt... Nee, war doch da, ne? Dann machen wir das doch mal, ne? Oh, jetzt ist mit dem Geld besser geworden dadurch? Oder wie sehe ich das? Oder ist das Spiel zu Ende und wir sind... Nee, wir sind noch nicht kaputt. Mann, 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 Mann. Was machen wir jetzt? Machen da erstmal einen Reiter, eine Fußtruppe. Die sind noch besetzt. Das wird noch böse enden da.
Das ist verloren. Das ist verloren. Das ist verloren. Die kriegen wir auch nicht wieder nach Hause. Weil wir keine Schiffe haben. Ja. Dann lass uns doch mal hier hingehen, dahin gehen und eine Kogge bauen. Kann man überall bauen, ne? Kosten überall gleich. Sieht so aus. Dann können wir die auch da oben bauen. Wie, da wird noch eine gebaut? Oh nee, das wollte ich nicht. Wenn da eine gebaut wird, dann... Oder... Nee, das zeigt der Dingens an, ne? Lass es so laufen. Das ist hier der Fußsoldat, der da gebaut wird, ne? Oder? Stände fordern Kontrolle über Provinzen, der Klerus. Kopf. Dann sind die schon glücklich. Gut. Ja, die 15 Schiffe der Franzosen warten da auch noch. Die blockieren hier unsere 5, die wir haben. Hier unten wird auch was blockiert. Laufen lassen können wir, ne? Die Holländer blockieren immer noch, oder was? Haben wir noch nicht gemerkt, dass der Krieg zu Ende ist, oder? Wir haben Armädel im Exil, ja, ich weiß. Ich bin ja auch da dran. Die laufen darum, okay. Sind wahrscheinlich gleich irgendwann tot. Friedensangebot. Ja, nehmen wir das zweite. Das ist viel. Boah. Das läuft, ne? Ja. Kriegsgrund. Also die Franzosen setzen gerade hier über, oder wie sehe ich das? Könnte sein, ne? Jo, das ist dann ganz teuflisch, ne? Gehen wir da mal hoch. Was wird da produziert? An der Kernprovinz, okay. Frankreich hat Kent besetzt. Das ging relativ flott, ne? Und dann kommt als nächstes London dran, ne? Fahren wir da hin, damit er da unten wegkommt wieder. Ja, habe ich die jetzt angeklickt oder nicht? Wollen wir nicht drüber reden, wie viel das ist? Darlehen aufgenommen. Agent entdeckt. Wir haben Sutherland besetzt. Wunderbar. Oder? Nee, da gehen wir erstmal da oben hin. Na, jetzt laufen sie erst nach unten, dann lasse da. Dann wollen wir hoffen, dass die erst das befreien, ne? Hier unten ist aber keiner mehr drin, ne? Weil die sind da wohl von den Dingens geschlagen worden, ne? Will man nur schnell sein wahrscheinlich. Warte, wenn die da alle nicht sind, dann kriegen wir da noch eine Truppe hin, oder? Ah, die Franzosen sind da. Hm. Schiffe bauen wird wohl nicht mehr gehen, ne? Hm. Was bauen wir da nur? Eine Bark. Aber die dauert ewig. Können die einen Anführer? Ne, haben wir gar keinen. Okay, dann bleibt das so. Dann müssen wir denen den Handelsgrund noch wegnehmen, ne? So, Pause muss raus, sonst läuft das nicht, ne? Wieder Franzmänner mit 418. Das war ja jetzt mit Norwegen so ein Satz mit X, ne? So, dann machen wir da weiter. Okay.
Die laufen dahin. Kriegen noch schnell einen Anführer. Haben wir das Schiff denn schon fertig? Nee, ne? Das dauert noch länger. 396, das wird weniger. Ja, die setzen das frei. Und die dürfen darüber laufen und das freisetzen. Ja, Rückeroberungskrieg rund. Das waren jetzt die Färöer, ne? Die sind dann auch weg, okay. Und die befreien das aber noch. Die Orkneys haben wir wieder. Ist ein neuer Papst da. Okay, jetzt gehen wir nach Ulster. Okay. Können das sogar zurückzahlen, wow. Flottenreformer gestorben. 374, England besetzt. Die laufen nur da, ne? Ja. Die laufen dann dahin. Und dann gucken wir mal, oh, das sind Schiffe. Schiffe möchte ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nirgends hier. Pferdchen. Und da machen wir einen Reiter. Und die sind auf dem Weg nach da. Passt. Laufen lassen. Ja, aber wir werden noch nicht genug Leute zusammenkriegen, um diese hier irgendwie zu schlagen. Glaube ich nicht. Erstens haben wir nicht Geld genug, weil das da bergab geht. Nö. Ja, gut. Okay. Dann sind wir erstmal so weit, dass wir hier eine Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Okay. Und haben wir auch besetzt. Die darüber, die nur darüber und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.